Hallo, ich herzlich willkommen zurück bei eurem Rummel. Wir machen heute eine neue Runde 1 vs 1 in Star Wars 2 auf Parasitenlabor LE gegen den Mactron als Zufallsspieler. ZV Zufall hatte ich schon lange nicht mehr. Mal gucken, was er ist. Ich habe alles Schlimmes und das wird wieder ein Zergspieler sein. Wie so oft. So, wir gucken erstmal vor. Good luck, Fanny hat er auch schon geschrieben. Er schreibt nur Good luck. Okay, wir gehen gleich mal scouten. Geht auf Nummer sicher mit diesem Scout und gucken mal, was er ist. Theoretisch wollte ich noch mal den Ravager Push probieren. Die Map ist zwar ein bisschen länger, aber Overlords kann ich auch gut verstecken. Das werden wir dann sehen. Erstmal den soliden Bild einfach nur runterspielen. Natürlich jetzt mit der einen Sonde. Es ist natürlich doof, dass die jetzt scouten muss. Verliere ich einen Arbeiter dadurch. Fehlen mir Minerals. Passt aber schon. So, er ist. Rodos. Was kommt? Kein Cannon Rush. Keine Echse. Nehmen wir Echse first. Drohne dazu. Gas nehmen. Noch eine Drohne nehmen. Und wir schauen mal, ob er äxt. Das wäre mir natürlich am liebsten, wenn er äxen würde. Dann tut der Ravager Push nochmal so wie er kommt jetzt anscheinend scouten. Wird er natürlich meine Äxte sehen. Wir müssen mal auch gucken, was er als nächstes noch so schönes baut. Double Gate. Standardöffnung. Wo ist die zweite Peile? Ja, was spielt irgendwo Boxy? Da ist jetzt wurde Peile, okay, er kommt. Baut noch keine Units, wie es aussieht. So, Queen, eine Queen brauchen wir nur. Weil mehr können wir uns noch nicht leisten. Jetzt können wir noch eine Queen nehmen. Den Roach One dazu. Noch ein Gas dazu. Okay, er nimmt die Echse. Das wollte ich. Das ist sehr gut. Der will anscheinend dazu machen. Das ist noch besser. Dann nehmen wir auf jeden Fall Overlords. Bauen zwei Linge, Queen. So, Scout hat nichts gesehen. Optimal natürlich für mich. Adept und Berserker kommt vor. Das heißt, er müsste dann gleich meine Roaches sehen. Dass da etwas mehr auf ihn zukommt. Vielleicht bin ich diesmal nicht so bleiblockt. Okay, da ist ein Stalker. Es wird ein aggressiver Bild. So, er weiß auf jeden Fall, dass ich komme. Wir werden noch ein paar Ravager gleich mal morphen. Vier Stück. Die Map ist halt riesig. Theoretisch kann es gut verteidigen. Weil jetzt auch mein Obi weg ist. Und meine Truppen extrem lang brauchen. Schauen wir mal. Dann sehen wir weiter. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Die hat eine Schildbatterie.
Roach ist vor. Und er baut auch schon Models, das heißt, wir können zurückgehen. Hat er gut verteidigt bekommen, halt durch die Schildbatterie. Komme ich da nicht rein. Ja, das ist vorbei. GG. Da kann ich rausgehen. Das kann ich nicht mehr gewinnen. Hat der Push mal nicht gereicht? Durch die Schildbatterie, die stand halt schlecht. Und er hat halt genau gesehen, dass ich jetzt komme und wusste halt, okay, jetzt muss ich Truppen bauen. Theoretisch wäre der Mehrbar halt gleich. Ressourcenabbau war halt höher, ne? Das Spiel war vorbei, würde ich sagen. Also bis dahin, sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüssi, euer